Diese Instrumente hatten keinen Wert mehr bis vor mehreren Jahrzehnten. Also die sind 200 Jahre vernachlässigt. Aber 1960, 70er Jahre fing eine neue Idee an zu forschen, worauf hat man gespielt? Wie haben die Instrumente geklungen? Mozart, Beethoven, Haydn, man hat eigentlich keine Idee mehr. Und das ist interessant geworden und damit ist auch eine Forschung gekommen, wie haben die Instrumente geklungen. Und das ist eine sehr wichtige gewesen. In Anfang hat man leider sehr viele Instrumente kaputt repariert. Man wusste ja nicht, wie das gemacht, was für Material man benutzt. Und natürlich gab es noch eine Idee, das wir heutzutage natürlich besser wissen, eigentlich dann früher. Was ein riesiges Irrtum gewesen ist. Und so sind viele Instrumente tatsächlich kaputt gemacht eigentlich. Aber wir wissen heutzutage eigentlich ungefähr sicher, wie die Instrumente geklungen haben und wie die Musik dann geklungen haben muss. Wunderbar. Ja, das Instrument ist jetzt ungefähr fertig. Das heißt, wir müssen noch 100 kleine Sachen machen, so Squeech hier oder Intonierung und Stimmen. Das ist auf Spannung gezogen. Er steht super stabil auf seine Beine, wunderbar. Und die Deckel sind drauf. Man kann eigentlich spielen. Es gibt noch kleine Sachen, zum Beispiel das Instrument hat Kniehebel. Die früher wie Instrumente haben keine Pedale, aber trotzdem kann man die Dämpfung heben, wie das rechte Pedal vom modernen Instrument, aber dafür sind die Kniehebel und die kann man hier sehen, die Hebel. Und ich habe gerade entdeckt, dass hier ein Feder so in sich selber squeecht. Also das muss noch verholfen werden. Thank you.
Das Notenpult ist sehr groß, aber das ist typisch für Hoffmann. Genau wie die Dekoration des Notenpultes. Im Dezember 2021 kam der Hoffmann-Flügel in schlechtem Zustand in die Werkstatt. Es kostete fast 1200 Arbeitsstunden, um ihn zu restaurieren. Im Juni 2023 wurde das Klavier zur Karl-Bechstein-Stiftung in Berlin gebracht, wo es jetzt Teil einer einzigartigen Sammlung von Tasteninstrumenten geworden ist, die die gesamte Klaviergeschichte umfasst.